Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo auf dem offenen Marsch. Wir sind auf LKW aufgerichtet bekommen. Nachdem ich entladen hatte, jetzt werden wir gleich schnell den Getreideanhänger. Getreide. Den Drescher mit dem Getreide, mit der Gerste leer machen. Dann sind wir mit der Arbeit auch fertig. Sind sich dran, ne? Ah, gerade so. Der ist auch fertig. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die machen wir gleich nach. Ja, das Rapsfeld gehört mir zwar nicht, aber das ist auch zur Hälfte reif. Ja gut, dann müssen wir anschalten, ne? Ja, sonst haben wir das aber nicht viel. Oder heute ist nicht mein Tag. So. Rüber zur nächsten Ecke. Zumindest haben wir jetzt die Hauptarbeiten fertig, die Ernte, was bis jetzt machbar war. Und die nächste Ernte, naja, schauen wir mal, ne? Der ist fertig, machen gleich die Nacharbeiten fertig machen hier. Und dann haben wir ein bisschen weniger Stress. Damit wir auf 6 Tage gehen müssen über die Jahreszeiten. Da sind doch voll die Ballen umgefallen. Gut, das ist nicht weit tragisch. Ja, die Bäume, da hatte ich auch schon mal überlegt, die komplett zu fällen. Dann haben sie ein bisschen leichter mit dem Aussehen. Wie oft sind wir schon gegengefahren? Schon mal dabei waren, ne? Prima, finde ich 3,5%. Okay. Tja, was machen wir am besten mit den Feldern jetzt hier, die halbwegs nicht sind, ne? Also ich glaube nicht, dass die jetzt noch bis zum Winter was wird.
So, mal den Drescher fertig machen, dass er auch Ruhe gibt. Das Ballenpressen klappt. So, X und gleich runter. Macke. Stell mich jetzt mal ab. Schon mal eine Ecke bei sind hier, kann ein bisschen nah werden gleich. Entschuldigung. Oh, dann ist es fertig. So, auf der dort Ecke. Schaden bei 7,5. Das geht eigentlich. ...10,50. Müsste der Ballenpresse da oben rechts sein. Ups. Ja, gut. Das geht. Ding leer. Zente. Ja, das geht. Entlassen. Immer voll kriegen. Schauen wir. Ein paar Meter haben wir noch. ...3000. Eine ganze Bahn noch. Naja. Dann kriegen wir noch voll. Ups, weg damit. Ganze Bahn vergessen? Die ganze Bahn vergessen. Gut, sicherlich ein Problem von der letzte Woche sicherlich. Kein Problem. Die eine Bahn können wir nachgearbeitet. Das ist wieder nicht so leer. So, paar kleine Mengen noch. Oder wir gehen hier runter auf ballenmäßig kleinere Mengen. Hier 7, hier 9,
Na, gut. Mehr ist nicht. So, zurück zum Hof. Oder war hier noch was zu machen? Grastechnisch nicht mehr. Wir können da nicht aussehen. Das machen wir zuerst. Ist ja ein bisschen wichtiger, ne? Die Aussaat kriegen, reinkriegen. So, Status, Dünger. Raps würde reichen, aber Dünger nicht. Weil Felder sind ungefähr gleich groß. Zettel, Zettel, weit weg. Nichts passiert. So. Man soll vielleicht nicht lesen und fahren. Feld 2 hat 10 und Feld 14 hat 9. Wenn doch lieber bisschen auffüllen. Bin dich daran, ne? Ja, hier hätten wir mal unsere Fabriken zu stehen gehabt. Doch da ich bis jetzt immer noch genug Futter habe und habe auch noch immer noch habe, bringt die Umstellung nichts, das aufzubauen. Das bisschen Silage, Tacken, ne, Tacken aber nicht, ein bisschen Silage brauchen würden. Haben sogar noch ein Lager. Und den Rest im Ballen zur Not. Ja, da machen wir auch Raps rein. Dann können wir mit der Erdefahrzeuge schön durchfahren. Aber bevor wir hier beginnen mit der Ernte, mit der Aussaat, müssen wir die Fahrzeuge vom Feld entfernen. Sonst geht schief. Ja. Der nächste ist fertig, das ist gut. Jetzt können wir Ballen einsammeln. Bleib stehen, du. So, schnell rüberlaufen. Viel. Wir haben recht viel. Das geht, kann man zufrieden sein. Was uns fehlt, ist Geld. Um die Produktion ausbauen zu können. Für Bier oder für Sägewerk. Für Leerpaletten braucht man dann auch. Zumindest man kann die auch kaufen, aber
dann lohnt die Sache sich auch nicht mehr. Das ist auch nicht mehr lustig. Fehlproduktion werde ich sowieso nicht machen, weil es so zeitlich eigentlich nicht schwer zu schaffen ist, aber ein Teil jedenfalls, ein Teil. Ein bisschen Bier, ein bisschen palettenmäßig. So, stellen wir hier mal ab, bevor wir dafür einen Platz gefunden haben. So, mal Rohr einfahren, vorne absenken, die Stänge raus, hätten wir vormachen müssen. Wow, cool. Und Richtung Hof. Auf der Vierfahrt haben wir mindestens vier Drescher haben müssen. Aber hier reichen zwei. So, das fällt wieder frei. Dann können wir hier mit der Rapsausbau beginnen. Da wir im Frühjahr rechtzeitig was zu tun haben. Springen wir auch nicht ins Wasser rein. Einfach zu kalt. Mit 14 Grad Luft. Wow. So, hier war Aussaatfeld 2. War da mit 14 Meter, ich glaube schon. Und nehmen wir an, dass es klappt. Der ist fertig. Das passt. Dann lassen wir gleich mal hier stehen. Erstmal. Nur erstmal. Sollen wir ganz kurz gucken, wegen Düngen und wegen Flügen. Kalken. Wir werden uns mal um Kalken kümmern. Auch 15 wird auch gekalkt werden. Genauso wie Feld 2. Da werden wir unseren. Bis Flügen können wir ja Dings nehmen. Unseren Fendt. Aber bevor wir da flügen, müssen wir mal Ballen einsammeln. Also werden wir jetzt mal den nicht nehmen, sondern den hier. Und der kann kalken. Weil fällt nämlich 50 ist nämlich frei, da kann er gut fahren. Haben wir reichlich Arbeit. Aber das funktioniert jetzt auch. Oder wenn wir abwarten müssen. Wachstumsstufe kommt. Kann natürlich sein. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen.
Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Dann sagt mal Tschüss und wir winken. Ciao, ciao, bis dann. Ciao.